Tatsache ist, dass das Verfahren vor ein paar Jahren wieder neu aufgenommen worden ist. Und im Moment dreht sich alles darum, wahrscheinlich bin ich der Letzte, den man da abschließend noch haben möchte, um einen Abschlussbericht fertigen zu können, soll ich nun vernommen werden als Zeuge. Und ursprünglich hatte ich dagegen eigentlich gar nichts einzuwenden, ich habe da nichts zu verbergen. Aber ich habe klargestellt, dass ich bestimmte Bedingungen stelle, weil so einfach liefere ich mich den Vernehmungsmethoden nicht aus, die ich gut genug kenne. Ich habe gesagt, geschrieben, ich bin bereit, aber ich werde keine Fragen beantworten, die nicht zur Sache sind. Beispielsweise nicht über meine persönlichen aktuellen Verhältnisse sprechen. Das gehört da nicht rein. Und ich verlange, dass die ganze Vernehmung digital aufgezeichnet wird und ich abschließend eine Abschrift davon bekomme oder selbst mitschneiden darf. Darauf hat man mir gesagt, ja, mit dem digital aufzeichnen, aber kein Problem. Ob Sie das ausgehändigt bekommen, das müssen wir noch klären. Das hat sich aber dann geklärt, damit sind Sie nicht einverstanden. Dann hätte ich nach Karlsruhe fahren sollen, das habe ich verweigert. Ich habe gesagt, reisen tue ich auf gar keinen Fall. Und dann hat man einen Termin anberaumt in Nürnberg im Polizeipräsidium und wollte mit mir eine Vernehmung durchführen. War aber schon klargestellt vorher, dass mir die Vernehmungsergebnisse nicht ausgehändigt werden sollen. Mitschneiden, ja. Aber ich soll nichts bekommen. Und wie ich dann dort saß, war das Mikrofon auf dem Tisch gestanden, zwei Beamte vom LKA und eine Staatsanwältin. Also Herr Hoffmann, da ist das Mikrofon, wir können jetzt loslegen. Es wird wohl eine längere Vernehmung werden. Und dann habe ich gesagt, nein, eine längere Vernehmung wird das nicht werden. Die wird sehr kurz werden, weil wenn meine Bedingungen nicht erfüllt werden, dann gibt es überhaupt keine Aussage von mir. Und dann geht es ein bisschen hin und her und dann hat man gesagt, also das können wir abkürzen, wir schicken Ihnen die Fragen schriftlich zu. Ja, dann sind die zwei Beamten raus, haben sich länger beraten. Ich habe das alles schon mal in meinem Blog thematisiert, aber ein Rechtsanwalt hat vor Jahren mal zu mir gesagt, Herr Hoffmann, sagen Sie das ruhig nochmal, es gibt Sachen, die kann man nicht oft genug sagen. Also wiederhole ich das nochmal. Und dann sind wir raus und es hat ziemlich lange gedauert. Wahrscheinlich mussten sie telefonieren. Und dann sind sie wieder reingekommen und hatten eine schriftlich vorbereitete Vereinbarung dahingehend, dass sie mir die Fragen schriftlich zuschicken werden und ich sie dann beantworten soll. Und das sollte ich unterschreiben, das habe ich auch unterschrieben. Die Staatsanwältin hat mir das vorgelegt und dann hat sie gesagt, das möchte ich aber wieder haben. Das heißt also auch schon, die Vereinbarung habe ich nicht bekommen. Eigentlich ist es so üblich, wenn ich mit jemandem eine Vereinbarung treffe, das ist ja ein Vertrag, dann kriege ich eine Ausfertigung, damit geht das schon los. Aber ich hatte den Rechtsanwalt dabei sitzen, also was da gesprochen worden ist. Zeuge. Und was, ja, also grundsätzlich, ohne Rechtsanwalt kann man sich ja mit den Leuten nicht unterhalten. Da ist zu gefährlich, was dann dabei rauskommen kann. Gut. Nun habe ich dann in meinem Blog Jure Justitia, den Sie ja kennen, habe ich einen Bericht geschrieben unter der Überschrift, was heute geschah, und habe das, was ich eben gerade angerissen habe, ganz genau geschildert und habe dann geschrieben, für mich ist es belanglos, ob da jetzt noch was kommt oder nicht. Und zwar, weil ich mir nämlich denke, die werden Mühe haben, schriftliche Fragen überhaupt auf die Beine zu bringen, die dann zulässig sind. Sonst können Sie sich doch ausrechnen, dass ich bei jeder Frage sage, beantworte ich nicht, weil es nicht zulässig ist. Was wollen die mich denn fragen? Ich habe ja überhaupt kein Wissen.
was ich preisgeben könnte oder dazu beitragen könnte. Und deswegen habe ich geschrieben, ob da noch was kommt, ist für mich bedeutungslos. Das haben sie mir sofort verdreht. Daran sieht man schon, wie die arbeiten. Sofort das Wort im Maul rumgedreht. Dann haben wir ein Schreiben bekommen, ja, der Hoffmann hat gesagt, was da kommt von uns, das betrachte er eher als bedeutungslos. Daraus schließen wir, dass er nicht aufrichtig sein wird und die Frage nicht umfassend beantworten wird und so weiter. Ich habe ja nicht gesagt, was Sie mir schicken, ist bedeutungslos. Das kann ich ja erst entscheiden, wenn ich die Fragen sehe, ob sie Bedeutung haben oder nicht. Ich habe ja nur bekundet, dass es mir piepbewusst egal ist, ob die Herrschaften noch was wollen von mir oder ob sie vielleicht darauf verzichten. Inzwischen hat mein Anwalt schon eine Beschwerde, eine Dienstaufsichtsbeschwerde geschrieben. So einfach geht das nicht. Denn wenn ich einen Vertrag habe, eine Vereinbarung und ein Vertragspartner will den Vertrag aufkündigen, dann muss er das begründen. Das, womit er das begründen möchte, das ist nicht stichhaltig. So, das ist jetzt mal die Ausgangssituation. Und vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen erklären, warum ich schwere Bedenken habe, mich so einfach ohne Absicherung diesen Leuten auszuliefern. Es ist ja inzwischen auch so, dass ich mich mit mehreren Leuten unterhalten habe, die dort zur Vernehmung waren. Unter anderem Sie, Herr Heinzmann. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Und das ist nun sehr interessant, wie Sie mir gesagt haben, sind Sie eigentlich zu meiner Person nur am Rande befragt worden. Richtig? Mhm. Und aber Sie sind offensichtlich zu Sachverhalten auch befragt worden, die eigentlich mit dem Ermittlungsziel gar nichts zu tun haben. Ich gehe auch mal davon aus, Sie können mir das ja gleich mal bestätigen oder schildern, Sie haben mir gesagt, Sie haben die Gelegenheit benutzt, um denen mal richtig Stoff zu geben, Sie haben denen mal richtig die Meinung gesagt. Zum Beispiel. Ja, im Umgang mit denen mache ich das so. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt an die ranzukommen und denen. Naja, aber Herr Heinzmann, Sie müssen doch zugeben, Sie haben dort natürlich Ihren Frust abgelassen und haben denen die Meinung gesagt und haben ihnen ihre Schandtaten vorgehalten. Nur wo ist das? Wo ist das? Das ist bei den zwei Beamten oder drei da rein und dort rausgegangen, nichts. Wie lange hat die Vernehmung gedauert? Einen ganzen Nachmittag. Einen ganzen Nachmittag sind Sie vernommen worden, obwohl Sie doch mit dem Attentat überhaupt nichts zu tun haben. Und das Interessante ist, Sie haben mir ja hier ein Protokoll mitgebracht. 13 Uhr bis mindestens 17 Uhr. 17 Uhr, das ist wie viele Stunden? Vier Stunden, immerhin vier Stunden. Aber was interessant ist, das ist, was Ihre frühere Frau, die ja auch vernommen worden ist, von Beruf eine Justizangestellte, richtig? Mhm. Was die geschrieben hat, die hat zusammengefasst, was ihr dort widerfahren ist. Und da muss man sich schon wundern, was die Herrschaften sich erlauben. Die war von 13 Uhr bis 18 Uhr, bis 18.15 Uhr ohne Pause, ist sie ohne Pause vernommen worden. Und die schreibt auch hier im ersten Absatz, nach einer über fünfstündigen Vernehmung hatte man genug. Und dann beschreibt sie, was sie dort gefragt worden ist. Sie ist mal gefragt worden, ob sie den Köhler kannte. Hat sie bekundet, dass sie den nur am Rande mal gesehen hat. Und dann, viele Stunden lang, ging es nur darum, wie der HTS sich finanziert hat, eure privaten Angelegenheiten, Hausfinanzierung, wer das gemacht hat, all solche Dinge. Da greife ich mich doch an den Kopf. Was hat denn das mit dem Oktoberfestattentat zu tun?
Das hat sie aber nicht weiter gestört. Sie waren froh, dass sie denen mal Stoff geben konnten. Aber was ja, wobei ich solche Fragen abgelehnt habe dann. Also ja. Mich haben sie die Sachen auch gefragt, aber da habe ich dann abgeblockt. Ja, ja, ich frage mich trotzdem angestrengt. Sie sind ein paar Stunden vernommen worden. Mhm. Um was ging es denn eigentlich? Ja, was zum Beispiel vorgekommen ist, das ist, dass sie eine riesen Namensliste gehabt haben. Ja. Und haben dann haben die Namensliste. Die haben eine Namensliste gehabt und haben dann gefragt, war der Mitglied im HDS, war er Mitglied bei der WSG oder was war er sonst noch? Also. Und soweit ich die Sachen kannte, habe ich sie ja auch dann so beantwortet, wie es richtig war. Ja, aber eigentlich sind das doch ganz unzulässige Fragen. Wäre unzulässig, ja, man könnte natürlich sagen, zur Aufklärung von dem Oktoberfestding. Ja, aber das bedeutet doch, dass die davon ausgehen, dass aus diesem Umfeld, aus diesem Kreis sozusagen eine Täterschaft besteht. Ja gut, aber ich kann mich ja nicht einfach empört hinstellen und kann sagen, was ihr mir da vorwerft, was ihr mir unterstellt, das ist eine Riesenfrechheit und deshalb könnt ihr mich am Arsch legen. Naja. Müssen, das, ja, das hätten Sie schon sagen können, aber auch wenn Sie sagen, leck mich am Arsch, das wäre genauso da rein und da wieder raus. Und dann war es doch so, wer hat was aufgeschrieben? Ja, es waren zwei Beamte und einer hat aufgeschrieben. Hat zum Teil handschriftlich? Nein, ich meine sogar, dass er es diktiert hat. Haben Sie was unterschreiben lassen? Ich gehe davon aus, aber ich habe es auch nicht unterschrieben. Nicht mehr beschwören. Ja. Sonst wären die nicht fertig geworden. Ja. Das ist umfangreich. Man sieht es ja an dem, wie es. Naja, inzwischen habe ich ja auch mich mit anderen Leuten unterhalten, außer Ihnen, die vernommen worden sind. Und das ist auch sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Und es ist eben auch nicht regelmäßig mitgeschrieben worden, sondern es ist immer mehr so ein Gespräch gewesen, so nach dem Motto. Und ein paar Dinge, die denen wichtig erscheinen, die schreiben die. Aber das, was ihnen wichtig ist, was sie denen sagen wollten, das wird nicht geschrieben. Das ist der Grund gewesen, warum ich auf die Diskussion mit denen verzichtet habe. Zum Beispiel eine Zeugin ist vernommen worden, da muss man sich mal reinziehen. Die Frau war damals 1980 12 Jahre alt. Das ist also eine Bekannte, so aus den letzten Jahren hier, aus meinem Bekanntenkreis. Die ist vernommen worden. Was soll denn die weitere? Und die ist gefragt worden, ob sie weiß, ob ich Kontakte noch mit ehemaligen Wehrsportgruppenmitgliedern habe und so weiter. Das heißt, wenn man das alles so zusammenfasst, was da gefragt worden ist, eigentlich zielt das alles auf mich ab, habe ich das Gefühl. Mhm. Zielt alles auf mich ab und Sie können mich nicht als Beschuldigten führen, wollen Sie auch nicht. Denn wenn Sie das täten, dann müssten Sie mir ja die Ermittlungsakte geben. Und die wollen Sie mir ja nicht geben. Und ich bin sicher, dass ich in der Ermittlungsakte noch sehr viel Entlastendes für den Gundolf Köhler finden werde. Aber das wird ja unter dem Tisch gehalten. So, nun habe ich meinen Rechtsanwalt und Dienstaufsicht Beschwerde gemacht. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Denn inzwischen ist es so, die Herrschaften haben ihre Vereinbarung widerrufen. Die wollen sie nicht einhalten, nämlich die Fragen schriftlich schicken. Mhm. Und haben jetzt nun verlangt, ich soll zum Generalbundesanwalt nach Karlsruhe fahren. Muss ich auch gleich mal fragen. Sie hatten zwei Beamte. Ja. Da frage ich mich, warum musste bei mir eine Staatsanwältin dabei sein? Ja, weil Sie doch gefährlicher von uns sind. Aus deren Sicht. Wusste ich nicht, dass ich so gefährlich bin. Nein, weil es einfach darauf abzielt, man möchte gerne mir irgendwie etwas ans Bein stellen. Natürlich. Es zielt alles auf meine Person ab. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also ich soll nach Karlsruhe. Dienstaufsichtsbeschwerde haben wir eingelegt. Warum soll ich nach Karlsruhe? Ein Vernehmungsversuch hat hier im Polizeipräsidium
in Nürnberg stattgefunden. Das ist für mich einfach erreichbar. Warum soll ich jetzt zum Generalbundesanwalt nach Karlsruhe? Und was erwarten die, was dann da anders sein wird? Ich werde mich diesen Leuten nicht zur Verfügung stellen. Und jetzt begründe ich nochmal, ich habe ja mehr Gründe. Nicht nur, dass die Vernehmungsmethoden nicht in Ordnung waren, das wollte ich vorhin sagen. Diese Frau, die damals 12 Jahre alt war, ne, die hat auch später mit einem Rechtsanwalt ihr Zeugenaussage angefordert und nicht erhalten. Und ich habe das Schreiben gesehen, das der Anwalt geschrieben hat, und da hat er auch geschrieben, dass sich seine Mandantin mehr oder weniger bedroht gefühlt hat. Dort. Sie hat sich, so hat sie geschrieben, sie hat sich unter Druck gesetzt gefühlt. Und das weiß ich auch von anderen, die vernommen worden sind. Druck ist schon da gewesen, Druck ist schon aufgebaut worden. So, nun, die Gründe, warum ich nicht so einfach zur Verfügung stehe, ist ja nicht nur die unerlaubten Vernehmungsmethoden, die ich kenne. Beispielsweise ein Zeuge ist gefragt worden, so kurz vorm Hinausgehen an der Tür noch, sagen Sie mal, warum haben Sie denn jetzt bei der Vernehmung was anderes ausgesagt als damals, vor 40 Jahren? Ne? Warum haben Sie was anderes ausgesagt? Diese Frage bereits ist unerlaubt. Denn wer einmal vor einer Behörde etwas ausgesagt hat, muss sie sich nicht ein weiteres Mal von einer Behörde vorhalten lassen. Die braucht er nicht zu beantworten. Das ist eine unerlaubte Wiederholungsfrage. Und das wird nachher so zwischen Tür und Angel. Und dann setzt er sich hinterher hin und schreibt ein Protokoll, was er da bei der Vernehmung erlebt hat. Aber ich will jetzt mal über das Grundsätzliche sprechen. Es gibt ja auch noch andere Gründe. Andere Gründe, auf die ich mich beziehen kann, wenn ich grundsätzlich die Vernehmung verweigern würde. Ich mache das ja nicht, muss ich dazu sagen, sonst kriege ich das wieder um die Ohren. Wenn die Fragen schriftlich kommen und wenn Fragen dabei sind, die zulässig sind, dann werde ich sie beantworten. Ich habe nichts zu verbergen. Und ich werde auch eins nicht tun. Ich werde mich auch nicht auf die Fragen oder auf das Recht der Nichtbeantwortung zurückziehen, Paragraph 55 und 52, wonach man sich selber belasten kann. Mhm. Das mache ich nicht, denn da würde ich mich ja selber in eine Lage bringen, in die ich mich nicht bringen lassen muss. Ins Zwielicht bringen. Bitte? Ins Zwielicht bringen. Ja, dann würde man sagen, ja, also hat er doch irgendwas zu verbergen. Und ja, dann muss ich auch noch sagen, in dem Schreiben, letzten Schreiben, das ich bekommen habe vom GBA, hat er mich nochmal belehrt und hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass meine Aussagepflicht eben nur bei Paragraph 55 und 52 endet. Ansonsten hätte ich kein Recht zur Verweigerung. Das ist eben vollkommen falsch, denn ich kann unzulässige Fragen verweigern. Ich kann zum Beispiel Wiederholungsfragen verweigern. Ich kann Fragen, die nur der Ausforschung meiner persönlichen Umstände dienen, kann ich auch verweigern. Aber jetzt komme ich mal zum Grundsätzlichen. Ich sage, bereits das erste Ermittlungsverfahren, soweit es sich gegen mich gerichtet hat und einige ehemalige Angehörige der Wehrsportgruppe, war rechtswidrig. Und zumindest ab Oktober 1980. Und zwar deswegen, weil im Oktober 1980 auf Anfrage ein Bericht an den Bundesinnenminister erstellt worden ist von den Behörden. Und da hieß es, alle an den Ermittlungen beteiligten Behörden sind sich darüber einig, dass Hoffmann und die Wehrsportgruppe mit dem Attentat nichts zu tun hat. Und dann kam die politische Aufforderung, man wurde angeraten, aber doch den Gruppenbezug nicht zu vernachlässigen
um späteren Vorwürfen zu begegnen. Das heißt, mit der Erkenntnis, mit der klaren Erkenntnis aller Ermittlungsbehörden bereits im Oktober 1980 wussten sie, dass wir unschuldig sind. Sie haben aber das Ermittlungsverfahren gegen uns als Beschuldigte 2 Jahre lang weitergeführt. Mhm. Damit haben alle Beteiligten den Straftatbestand der Verfolgung Unschuldiger verwirkt. Richtig. Und das ist im höchsten Grade rechtswidrig. Schon allein deswegen war das erste Verfahren rechtswidrig. Und es war auch hinterhältig und schlimm. Ich habe ja bis dann der Abschlussbericht gefertigt wurde nach 2 Jahren, habe ich ja keine Ahnung gehabt, dass ich überhaupt beschuldigt bin. Man hat mich wieder nach Hause geschickt. Ich habe das ja gar nicht gewusst. Immerhin hat man dann eingestellt mit der Begründung, ein Verdacht lässt sich nicht begründen. Und auch in späteren Erklärungen hat der damalige GBA der Presse mitteilen lassen, die Zeitungsausschnitte habe ich hier, mitteilen lassen, es gibt überhaupt keinen Grund für eine Neuauflage, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass außer dem Köhler noch jemand beteiligt war. Ob das der Köhler nun tatsächlich war oder nicht, das steht jetzt hier auf dem anderen Blatt. Aber das war die Aussage des damaligen GBA. Rebmann. Das musste der Rebmann gewesen sein. So, nun hat man auf Betreiben politischer Kreise, hat man vor 2 Jahren wahrscheinlich, erneut das Ermittlungsverfahren aufgenommen, eine Wiederaufnahme des Ermittlungsverfahrens. Kann man machen, aber dazu braucht man Gründe, praktisch neue Tatsachen, die die Annahme rechtfertigen, dass man da was findet. Und da hat man 2 Zeugen gehabt. Mit diesen 2 Zeugen hat man die Wiederaufnahme begründet. Wir haben 2 Zeugen, die sagen etwas, was uns zum Ziel bringen kann, also müssen wir wieder aufnehmen. Das ist schon mal sehr schwach, denn das konnte ein Blinder mit dem Krückstock erkennen, dass die Zeugen einfach Gefälligkeitszeugen waren, natürlich von dem Rechtsanwalt Dietrich ins Spiel gebracht. Und ich habe ja auch eine Strafanzeige gegen den Dietrich damals losgelassen. Verdacht auf Zeugenbeeinflussung ist natürlich eingestellt worden. Aber das nur nebenbei. So, schlimm genug, dass man eine Wiederaufnahme gemacht hat, indem man sich auf die 2 Zeugenaussagen gestützt hat. Man hätte auch 2 vorgezogene polizeiliche Vernehmungen machen können oder Ermittlungen und hätte sagen können, also da ist nichts dran, haben wir uns schon gedacht. Lass er die Sache, wie sie ist. Nein, sie haben das als willkommenen Anlass benutzt. Nur missbraucht. Bitte? Missbraucht. Richtig gehend missbraucht, kann man sagen. Aber da ist jetzt, sagen wir mal, wenigstens formal, juristisch noch so ein bisschen eine Deckung da. Aber, und das wissen wir von einer Sendung XY, dass die 2 Zeugenaussagen sich als nicht zielführend herausgestellt haben. Das heißt, man hat sehr schnell ermittelt, dass sie nichts taugen, dass sie nichts wert sind. Nichts. Damit ist der Grund für die Weiterführung des Verfahrens entfallen. Ja. Spätestens von dem Zeitpunkt an haben sich die Behörden erneut der Verfolgung Unschuldiger. Und wenn Sie 10-mal sagen, wir ermitteln gegen Unbekannt, auch der Unbekannte ist ein Unschuldiger. Also das Verfahren ist einfach nicht mehr rechtlich gedeckt. Und das Hinterhältige dabei ist, dass ja genau das, was im Oktober 1980 an den Innenminister geschrieben wurde, genau das verfolgen Sie weiter. Nämlich, an der Sache ist zwar nichts dran, das wissen wir alle. Im Grunde genommen wissen sie ja ganz genau, wo sie suchen müssen. Das ist ja das Problem. Wir wissen, dass da nichts dran ist, aber den Gruppenbezug, den müssen wir aufrechterhalten, so lange wie möglich oder bis in alle Ewigkeit, weil wir das politisch nötig haben. Das ist
unrechtmäßig, also schon deswegen betrachte ich auch das zweite Ermittlungsverfahren als rechtswidrig. Es kommt aber auch noch was dazu. Wir wissen ja seit einiger Zeit, dass der inzwischen nicht mehr dafür eingesetzte, aber dass der bis vor einiger Zeit noch als Leiter der Soko-Theresienwiese fungierende Beamte, dass der inzwischen von der Staatsanwaltschaft Nürnberg verfolgt wird, strafrechtlich verfolgt wird, wegen schwerster Verfehlungen im Amt. Wir wissen, dass im Landeskriminalamt unter dessen Leitung Seilschaften gegeben hat, die wirklich schwer kriminell gewesen sein müssen, wenn sich das bewahrheitet, was in der Anklageschrift steht. Wenn das so ist, dann muss ich doch heute sagen, der größte Teil der bisher gesammelten Ermittlungsergebnisse ist unter der Leitung von diesem Mann, von Mario Huber, zusammengestellt worden und wahrscheinlich auch waren auch andere Beamte, die mit ihm jetzt angeklagt sind, mit den Ermittlungen zum Oktoberfestattentat befasst. Wenn diese Summe der Ermittlungsergebnisse von jemandem zusammengestellt wurden, der solche Verfehlungen, dem solche Verfehlungen vorgeworfen werden, wie Aktenverfälschung und Beweismittelunterdrückung, dann muss ich doch sagen, muss ich mir bei einer Befragung vielleicht noch irgendwelche Ermittlungsergebnisse, die sie bisher jetzt gesammelt hatten in den zweiten Verfahren, muss ich mir das vorhalten lassen? Muss ich mich damit überhaupt befassen? Nicht? Also die Straftäter sitzen auf der anderen Seite. Das ganze Ding ist unrechtmäßig von A bis Z und wir werden sehen, wie es weitergeht.